Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe dein Bruder. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Kapitel 17, in guten wie in schlechten Tagen. Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, hier. Ihre Hose sieht aber nicht so aus, als wäre sie runtergerutscht von da oben. Na gut, sie hat mich aus dem Wasser gefischt, ne? Oh, Dialog. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles gesehen. Ich wollte vor allem dich finden. Klar. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Henry Avery, 400 Minuten. 12 Hunderte Sieger. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Ah ja, habe ich meinen... Genau, habe ich noch. Wie geht das gleich nochmal? So, gut. Wie soll sie jetzt da hochkommen ohne den Greifhaken? Oh, sie klettert einfach. Die ist anscheinend ein bisschen besser als ich in dem. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Tja, was meinst du? Wo lang? Ja, sehen wir uns um. Ich gehe mal ein bisschen duschen, damit den Schlamm aus unserem T-Shirt spült. Erfrischend. Und ihr geht sogar drauf ein, das ist schon echt cool. So. Da waren Zollkletterstellen auf jeden Fall, aber wie kommt man da hoch? Das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Jetzt dürften wir relativ sauber sein. Da kriege ich dich hoch. Super. Hey, hier oben ist ein Weg. Na super, und ich? Ich habe hier unten keinen Weg, leider. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Okay. Wo denn? Da unten. Ah, da. Na, komm her, Kiste. Aber ob das funktioniert, ob das ra... Ja, tut's. Okay. Oh nein, das wollte ich nicht. Okay. Wow. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was?
Super, so eine Frau zu verärgern. Idiot. Los, wir sehen uns drüben. Oh nein, nicht. Gar nicht gut. Kein Problem. Alles unter Kontrolle. Halbwegs. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja, verstanden. Kein Problem. Hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Oh, wow. Funktioniert. Das ist schon witzig, die Dialoge. Hier sitzen wirklich einige sehr, sehr, sehr gute Leute in den sehr verschiedenen Disziplinen an dem Spiel. Sowohl Autoren als auch Level-Designer, Game-Designer. Das ist schon einfach ein sehr gutes Gesamtwerk. Dass das Ding funktioniert, irgendwie unglaublich. Zu früh gefreut. Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass er jetzt auf den Pfosten da springt, aber ist okay. So geht's auch. Oh. Nach unten, oder wie? Oh Gott. Wer zum Teufel ist? Oh nein. Keinen Kampf. Danke. Sehr elegant, Schatz. Nichts dabei. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Oder wir gehen einfach den einzigen Weg, den es gibt. Das ist immer mein Plan in solchen Spielen. Immer ein guter Plan in solchen Spielen. Einfach den einzigen Weg gehen, den es gibt, und dann ergibt sich schon was. Ah, hier kann man auf jeden Fall hochklettern, da hinten. Hier rüber kommen wir nicht so einfach. Ah! Das habe ich ganz übersehen. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sima, Schorla. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. Ob Drake wohl bei ist? Der Party. Seid wachsam, Leute! Hey! Hier drüben liegt einer! Nein, ich glaube, hier hängt jemand! Jump out. Deckt alle Seiten ab. Scharfschütze, runter! Oh mein Gott, was hat denn der da? Das will ich auch haben. Wow! Holy shit! Okay, machen wir. Elena, komm! Los! Scheiße! Das Auto! Ja, wo fahren wir eigentlich hin jetzt? Soll ich da runterfahren oder wie? Ob das so eine gute Idee war? Oh Gott! Ah ja, sieht ganz gut aus. Oh, bei uns ist gerade so ein kleines Volksfest in der Nähe mit Feuerwerk und jetzt haben die Katzen natürlich Angst. Jetzt wuseln alle Eine um mich Frage rum, wie blöd. Wieso will Wraith Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht.
Ups. Wo müssen wir denn bitte eigentlich hin? Soweit das Auge reicht, Simba. Aber wirklich jetzt, wo müssen wir denn hin? Vielleicht da drüben mal. Hey, Vorsicht! Irgendwie fahre ich da in dem Kreis, oder? Nee, warte mal, das ist neu. Nee, stimmt nicht. Wir fahren wirklich da in dem Kreis. Ah, aber da drüben können wir hoch. Das sieht gut aus. Ja, waren wir doch nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Oder ist hier der Königsfelsen von vorher? Nee, stimmt schon. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Sully hat doch bestimmt sein Smartphone dabei. Ach nee, das habe ich kaputt gemacht. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Ich deute diese beiden Stempel hier mal als Wegpunkte. Ja, sieht gut aus. Die bräuchten für das Spiel die Engine von da würde sogar das Auto reinpassen. Wie heißt es? Mal, dass der auch geht. Matt Driver. Nee. Ich weiß nicht, wie das heißt. Im Grunde eine reine Physiksimulation über Autos im Schlamm. Ist auf Steam recht populär gewesen eine Zeit lang. Dirt Driver. Dirt okay, Devil. Um. Was weiß ich. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das Wasserrad geht noch. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber das machen wir jetzt mal. Oh je, Leute, der kleine Kater hat so Angst vor dem Feuerwerk da draußen. Das ist ja furchtbar. Jo, leg dich dahin. So, wir reißen währenddessen mal aus irgendeinem Grund den Balken hier ein. Ich weiß nicht warum. Ja, genau. Das denke ich mir auch. Warum schmeißen wir denn den Balken um? Keine Ahnung, schauen wir mal. Wird schon irgendwas bewirken. Ah, ich zieh das irgendwie raus oder so? Ja, das hat wohl nichts gebracht. Das Wasserrad steht still. Das hilft uns aber nicht. Na gut, versuchen wir etwas anderes. Aber ich kann den noch weiterziehen. Ach, der wandert wieder nach hinten. Ah, das ist das Problem. Die Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Kriegen wir das hin? Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Okay, wie kommen wir da hoch? Das ist jetzt die eigentliche Frage. Fürs Erste. Dann muss das gebremst werden, damit man das dann darüber schieben kann und so. Ich verstehe es theoretisch schon. Die Frage ist jetzt nur noch das Wo und nicht mehr das Wie. Ach so, da können wir auch Seilwinden. Na dann. Mal schauen, ob das jetzt reicht von hier. Oh Gott, Hilfe. Na super. Du nicht. Was hältst du da? Wir benutzen die Winde an dem Balkon da unten. Versuchen wir es. Bin ja schon dabei. Das war meine Idee. Nee, in Wirklichkeit war das der Hinweis. Okay. Das Spiel hat mir jetzt zweimal den Hinweis gegeben. Aber da frage ich mich, warum haben die überhaupt diesen nach oben Lenk-Hinweis, wenn die so einen schönen narrativen Hinweis eingebaut haben? Und fertig.
Das sagst du. Aber ich sag, wir wickeln es zweimal drum. So. Zurück. Ich bin dran. Ach so, okay. Ich glaube, wir sind tot. Ich wollte da nämlich gerade in Deckung gehen, weil ich mir dachte, das ist ein bisschen gefährlich, was sie da macht. Okay. Frau, du hast mich gerade ermordet. Vielleicht wird es von Anfang an ihr Plan. Nein, warum denn wieder einsteigen, Nathan? Alter. Hier, nimm die Seilwinde und spring. Und fertig. Ach, naja. Dann halt nur einmal rumwickeln. Zurück, ich bin dran. Okay. Okay. Und jetzt komme ich hoch. Danke. Okay. Na komm. So. Das war nicht meine Absicht. Ich weiß nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Aber ich meine, er ist im Wasser gelandet. Sully kann uns gleich wieder hochfliegen. Guckt. Okay, genau. Das ist eher, was ich wollte. Noch nicht. Ich klettere höher. Man braucht einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Funny, cause it's true. So. Und jetzt müsste sie mit der Seilwinde wahrscheinlich das Wasserrad. Hat jemand Zweifel? Warte, Moment. Ich weiß was. Ja, ich weiß auch was. Dankeschön. Okay, sind soweit. Mein Mädchen. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Sehr gut. Los geht's. Ein schönes Detail, dass das auf so einem Kanonenaufsatz montiert ist. Weil das macht sogar Sinn, wenn das aus der. Wenn das drei, weiß ich nicht, ein paar hundert Jahre alt ist, Piraten. Mist, ich komme! Ich versuch's ja. Oh, hallo. Hi. Und jetzt? Vielleicht sollte ich. Oh, egal. Okay. Pass auf. Dann und nimm das Auto als Deckung. Ich versuche sie zu flankieren. Gut, dass ich die Waffe noch hab. Hey! Hörst du jetzt Elena, auf? Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Ich aber dachte, so lädt man nach. Ach ja, Nathan Drake, der charmante, freundliche Massenmörder. Der keiner Fliege was zu leiden tun würde, in den Cutscenes. Im Gameplay, da ist er natürlich ein krasser Psychopath.
Also von mir aus können wir weiter Aufzug. Soll ich aussteigen oder wie? Ah. Der Scharfschütze hat den Aufzug blockiert durch seine psychotelekinetischen Scharfschützenkräfte. Aber wir haben es geschafft. Leute, wir müssen jetzt leider hier an der Stelle Pause machen. Ich finde es immer schön, wenn so Kapitelübergänge und sowas, ne? Aber diesmal müssen wir hier mittendrin Pause machen. Und morgen geht's dann genau hier an der Stelle weiter. Aufzug ahoi. Macht's gut. Bis dann. Ciao.